Hallöchen, Freunde. Na, alles easy? Meine Schwiesi. Ja, wir haben jetzt schon wieder Mittag, nicht? Ich habe mal wieder nicht gevloggt. Dafür war ich heute aber schon produktiv. Ich habe ein bisschen aufgeräumt. Ich habe jetzt gerade die zweite Maschine Wäsche schleudert. Die zweite, ja. Da ist die erste. Und ich mache gleich dann noch die dritte rein. Ich treffe mich gleich um 14 Uhr mit Fabi und ihrer Schwester. Wir wollen ein paar Fotos machen. Und das schöne Wetter ausnutzen. Deswegen liegt gerade auch mein Kameraakku. Und ich muss die Speicherkarten fertig machen. Muss nochmal die Objektive reinigen. Muss dann soweit alles zusammenpacken. Und dann geht das auch los. Ja, das verspricht doch aber alles in allem ein schöner Tag zu werden. Und duschen muss ich auch noch. Und mich fertig machen. Und jetzt muss ich mich gleich aber erstmal um die zweite Maschinewäsche kümmern und die dritte reinmachen. Heute ist ein produktiver Tag. Ich mache mich jetzt gleich auf den Weg und hole Fabi und ihre Schwester ab und dann geht's los zu einem Shooting. Die Sachen sind zusammengepackt. Ich hoffe, man hört das trotz der schleudernden Waschmaschine. Da Fototasche mit Kamera und Objektiven. Reflektoren. Und dann bin ich mal gespannt, was da mal rumkommt. Hi, ich stehe mitten im Gemüse mit zwei wundervollen Damen. Hab's mit Feld. Lexi. Und mit Fabi. Und nur zur Info, Lexi ist Fabis Schwester. Damit wir das quasi... Ja. Und wir haben tatsächlich nach einem ersten sehr enttäuschenden Rapsfeld ein zweites sehr tolles Rapsfeld gefunden, wo man noch ein bisschen reinlaufen kann. Und wie man sieht, stört mich das aber nicht, weil ich mir eigene Wege mache. Ja. Wir haben jetzt kurz vor 10. Das war heute wirklich ein schöner Tag. Es war vor allen Dingen ein schöner, runder Tag. Ich war hier sehr produktiv heute Morgen. Ich habe etwas aufgeräumt. Ich habe Wäsche gewaschen. Tatsächlich sehr viel Wäsche gewaschen, werde gleich noch eben schnell mein Bett neu beziehen und war halt hier im Haushalt heute fleißig und dann war ich auf einem Fotoshooting, wie ihr gesehen habt, mit Fabi und Lexi, was sehr schön ist. Da sind ein paar sehr coole Bilder bei rumgekommen und ich werde definitiv nochmal Rapsfeldfotos machen. Und was habe ich noch zu berichten? Und dann waren wir gerade noch spontan bei Matze, also Chris und ich, und wir haben dann zu dritt Zombieside halt gespielt. Ich habe das erste Mal die Erweiterung Toxic City Mall gespielt und die ist richtig gut, wenn auch sehr verwirrend ein bisschen. Also es ist dann sehr, sehr viel, auf das man achten muss. Das war dann echt spontan. Ich war um 4:15 war ich zu Hause und um 5 Uhr hat mich Chris eingesammelt und wir sind... dann direkt zu Matze gefahren und waren jetzt gerade erst wieder, also jetzt gerade hat er mich wieder abgesetzt. Ich bin jetzt vielleicht 10 Minuten zu Hause. Es war aber echt ein schöner Tag, es war ein sehr runder Tag. Und ich mache jetzt für heute dicht. Vielleicht werde ich tatsächlich direkt jetzt den Vlog von gestern und den Vlog von heute editieren und hochladen. Dann muss ich nämlich morgen Abend erstmal nichts editieren und hochladen. Yep. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch jetzt erstmal eine gute Nacht und wir sehen uns morgen früh beim neuen Daily Vlog. Schlaft gut!